Herzlich willkommen bei Nicholas Elfen 12. Heute würde ich gerne die Nvidia GeForce GTX 650 Ti mit der älteren GeForce GTX 550 Ti Grafikkarte vergleichen. Die Modelle, die verglichen werden, sind die folgenden: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti, Windforce 1 GB GDDR5 und die Asus EN GTX 550 Ti DC-DE-1GD5. Also gut, nun kommen wir zu den Benchmarks. Und na bitte, ihr seht selbst, die GTX 650 Ti besiegt definitiv die ältere GTX 550 Ti in jedem Test und Spiel. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Leider kann ich euch keine Stromverbrauchergebnisse zeigen, weil ich damals, als ich die GTX 550 Ti getestet habe, das noch nicht aufgezeichnet habe. Aber alles, was ich sagen kann, ist, die TDP der GTX 550 Ti ist gleich hoch wie die der neueren GTX 650 Ti, also sollten beide Karten ungefähr dieselbe Menge an Strom verbrauchen. Aber es wird viel mehr Leistung von der GTX 650 Ti geboten. Also erstaunlicher Preis, erstaunliche Leistung und der Stromverbrauch ist auch sehr niedrig. Die GTX 650 Ti Grafikkarte hat hier bei weitem gewonnen. Also ich hoffe wirklich, dass euch dieses Video weitergeholfen hat und vielleicht habt ihr ja schon eine Entscheidung getroffen. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht zu abonnieren.